Oh nein, schon Karfreitag und ich habe noch keine Deko für den Ostersonntagsbrunch. Ja, ich habe das vielleicht noch nie erlebt, weil ich da nicht so eine Deko-Geschichte mache am Osterbrunch. Ich organisiere keinen Osterbrunch. Aber wenn es dir so geht, habe ich gedacht, ich habe da für dich ganz eine schnelle Deko-Idee. Fast wie ein Gastgeschenk kannst du machen. Und dazu brauchst du einen so wasserfesten Schreiber, ein kleines Plastikreagenzglas, eine Feder, ein ausgeblasenes Ei, ein wenig Draht und eine Orchideenblüte und ganz wenig Holzwolle. Und dann geht das ganz fix und du kannst ein cooles Gastgeschenk, eine coole Tischdeko machen für den Tisch. Damit die Orchidee nicht zu lange rumliegt, machen wir da mal einen sauberen Anschnitt mit einem Schweizer Blumenmesser. Wenn du so eines kaufen möchtest, habe ich unten einen Link. Da kannst du super dann die Blumen anschneiden. Den mache ich da unten in die Infobox, wo du das bestellen kannst. Und dann habe ich da, ich sage mal, ganz wenig Holzwolle genommen. Und diese Holzwolle formen wir da zu einem ganz kleinen, sage mal, etwas größer als ein Tennisbälle, großes Nest und wickeln das Ganze mit dem Golddraht, damit wir da eine schlichte, wie soll ich sagen, ein schlichtes Deko-Element haben, aber nicht zu dominant, ich sag mal nicht so wie ein roter Draht oder so, damit das Ganze nicht zu auffällig wird und verdrehen dann nach etwa 5, 6 Umspielungen des Nestes diese Osterdeko den Draht da wieder rein. Dann machen wir da den Hohlkörper. Das geht relativ schnell. Man kann da noch ein wenig den Coiffeur machen und das Nest ein wenig schön sauber machen, dass es wirklich da nicht zu wild aussieht. Und dann haben wir da das Nest und da seht ihr auch das Loch. Dann können wir die Orchidee mal reinmachen. Und jetzt habe ich ja da noch das ausgeblasene Ei. Und ich habe gedacht, wir könnten da so wie Namenskärtchen machen und somit auch ein wenig ein, wie soll ich sagen, Giveaway für die Besucher. Und dann können wir da den Namen draufschreiben. Ich schreibe jetzt mal Klaus. Von ganz vielen Leuten, die da zuschauen, weiß ich ja den Namen nicht, weil ihr ganz oft auch keine Kommis hinterlasst. Darum hinterlasst doch ein Kommi, dann kann ich vielleicht bei einem nächsten Tutorial, das ich dir zeige, auch mal deinen Namen hier auf irgend so eine Deko-Idee schreiben. Das haben wir da hier den Klaus aufgeschrieben. Ganz schlicht und einfach und dann kannst du da beim Glas oder auf den Teller stellen und der hat sicherlich Freude, Klaus oder der Hans oder der Max oder auch die Karin oder die Franziska. Egal wie deine Freunde heißen, sie werden sicherlich Freude haben an so einem ganz kleinen, klitzekleinen Nestchen für den Osterbrunch. Du kannst natürlich auch anstatt der Orchidee eine andere Blüte reinmachen, zum Beispiel eine Ranunkel. Tulpe würde ich dir nicht so empfehlen oder auch eine Anemone würde sicherlich gehen. Aber ja, ich hoffe jedenfalls ganz, ganz fest, diese kleine Deko-Idee für den Osterbrunch hat dich inspiriert. Du kannst sie vielleicht selbst umsetzen oder adaptieren. Und ja, dann wünsche ich dir frohe Ostertage und der Blumenmann kommt bald wieder mit einem neuen Tutorial. Samstag und Mittwochmorgen bin ich immer online. Abo nicht vergessen, mal auf meine Website schauen und unten kommen zwei neue Tutorials, wenn es dir langweilig ist und du neue Ideen suchst. Ja, dann sage ich wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis bald wieder. Ach ja, ich bin's nochmal, sorry. Die Videos und alles andere kommt dann später. Ich habe gedacht, hey, was machen wir, wenn wir keine Blüten zu Hause haben? Und was machen wir, wenn wir einfach nur die Holzwolle, den Draht und Eier haben?
Du kannst natürlich auch die gefärbten Eier, oh, wenn ich dann den Draht noch da rauskriege, die gefärbten Eier in solche kleine Osternester machen. Und du kannst auch ohne Namensschilder diese Deko machen. Du kannst 10 oder 20 oder 30 solche kleine Nester machen und dann schön verteilt auf den Ostertisch stellen. Und ja, ich habe da gedacht, ich zeige dir auch noch eine Idee, einfach nur mit, wie das aussehen würde, wenn du zwei Eier reinmachen würdest und dann noch die Feder reinmachen könntest. Und auch so sieht es eigentlich schon ganz, ganz schön dekorativ aus für den Tisch, wenn du noch einen Schoko-Osterhase hast oder so. Kannst du den auch noch reinstellen? Und ja, da gibt es wirklich ganz viele kleine verschiedene Möglichkeiten, wie du eine tolle Deko machen kannst für dein Zuhause. Ja, jetzt kommen dann Abo, Link und Videos und ich hoffe, diese Osterdeko hat dich inspiriert. Tschüss und weg, sagt der Blumenmann dann wieder.